Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Lego City Undercover. Im letzten Part, da, ja, da haben wir Scheiße gebaut und sind deswegen aufs Land versetzt worden. Und jetzt müssen wir erstmal mit dem Träger hier einen Schlüssel suchen. Wenn wir einen Schlüssel gefunden haben, müssen wir die Bergschweine einfangen. Ist gut. Ja, das ist unsere Aufgabe. Wird super spannend. Also, wird's nicht wirklich. Mal schauen, wie es wird. Ich bin gespannt. Aber erstmal müssen wir dieser heißen Spur folgen. Denn ich habe das Gefühl, diese heiße Spur wird uns irgendwo hinbringen, wo heiße Spuren einen hinbringen. Heiß. Wie eine Spur. So, da sind wir schon. Wundervoll. Wow, das ist mal gut vergraben. Okay. Ich habe das Gefühl, wir werden leider noch ein bisschen mehr Öl brauchen, um den guten Träger hier zum Laufen zu bringen. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen, aber ist okay. Ich bin ein gütiger Mensch, ich kann vergeben. Aber hey, wir werden jetzt dann gleich wieder an ein neues Kostüm kommen. An dieses komische Farmer-Kostüm, das man immer da braucht, wo dann so Blumen sind, vermute ich mal. Okay, schütt rein. Mann, ich den Chase, Alter. Ich bin Chase. Ah, fast wie neu. Ja, der Schlüssel ist in dem Feld da drüben. Gut, dann wird jetzt das Feld gepflügt. Das wird eine langwierige Sache. Fast so spannend wie der Landwirtschaftssimulator. Aber auch nur fast. Und schon habe ich mich festgebackt, wie im Landwirtschaftssimulator. Nein, oder? Kommst du da raus? Was? Oh, was soll das denn? Was ist das hier für ein Schwachsinn? Kann ich... Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Früher mache ich ihn kaputt. So, Mission gescheit... Oh. Nee, dann kommt einfach neuer. Alles klar, das hilft ungemein weiter. So, hallo liebes Feld. Oh, ich sollte wohl mich um den Mais kümmern. Ich habe gehört, dass du zu Onkel Duke versetzt wurdest. Wie geht's dir denn? Wie es mir geht? Anstatt Fury zu schnappen, suche ich nach einem Schlüssel, der mich zu stinkenden Lachshosen führt. Und das mache ich, damit ich ein paar entlaufende Schweine zusammentreiben kann. Wieso suchst du nicht einfach mit dem Audioscanner nach den Schweinen? Oh, dann ist ja alles okay. Ich melde mich wieder. Alles klar, danke, Ellie. Warum lacht sie so scheiße über mich? Wegen ihr bin ich in dieser misslichen Lage. Warum lacht sie über mich? Ich dachte, sie liebt mich. Ich dachte, ich liebe sie. Dazwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich glaube, es gehört zu den Beziehungen, bei denen wir uns einfach auseinandergelebt haben. Außerdem möchte ich jetzt mein Leben auf dem Land leben. Scheint mir auch sehr viel erfüllender zu sein als... eine Beziehung mit einem Menschen. Widerlich. Ich habe meine Bergschweine und die sind alles, was ich brauche. Und mein Träger, der ist auch ziemlich cool. Oh Gott, nicht über den Zaun fahren. Oh, gut. Ist gut gegangen. So, kehren wir zurück zum Bauern. Und holen uns unser wundervolles Landwirtschafts-Mensch-Outfit ab. Wir haben den Schlüssel gefunden, gehen wir mit ihm zur Garage. Das ist mein Ziel, liebes Spiel. Das ist mein Ziel. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was er dann so kann. Ich glaube, der kann gar nichts außer Blumen gießen. Das wird ziemlich lame. Freigeschaltet, Chase McCain, Farmer. Yay. Ein Farmer, Chase McCain. Mit Hilfe von roten Töpfen kannst du Pflanzen wachsen lassen und mit diesen höhere Ebenen erreichen. Oh Junge, ich kann Blumen gießen. Wie spannend. Ah, und da ist der Audioscanner. Alles klar, alles klar. Alles klar. Bin so lange aufgeblieben. So, wo ist denn da ist der Farmer? Riechen gar nicht so schlimm. Oh, nee, doch. Jetzt riech ich's. Ich sollte die Schweine möglichst schnell finden. Oh, mein Gott. Als Doppelsprung kann er den Ocarina of Time Link machen. Das ist ziemlich super. Okay. Finde ich schön, dass ihr da gewachsen seid. Danke, ihr Pflanzen und Blumen. Ihr bereichert mein Leben wirklich sehr.
Verdammte Scheiße. Wir alle haben UFO gesehen. Farmer Chase bewegt dich schneller. Unheimliche Licht und wurde dann in dieses Raumdings gezogen. Da haben sie komische Sachen mit mir gemacht. Oh, was für Sachen denn? Haben tief gebohrt. Na, du weißt schon, mich nach meiner Kindheit gefragt und so. Ich glaube, sie haben eher woanders gebohrt als in deiner Kindheit. Oh, shit! Kann sie nicht hören. La, 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 immer noch nicht. La, ich glaube, da muss ich durchhüpfen. Wow. Das ist ziemlich mächtig, dieses Huhn. Finde ich gut. Chase, abhüpfen. Okay. Flatter rüber, liebes Huhn, flatter rüber. Und eine perfekte, punktgenaue Landung. Dankeschön, danke, 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 danke. Ich weiß, es war ziemlich gut. Und wir haben eine Sonnenblume. Yay. Sonnenblumen. Und da drüben ist auch schon... Ist das die Audio-Scanner-Station? Ich hoffe doch. Moment, nein, ich hoffe nicht. Da muss ich ja blöde Wii U-Gamepad-Spieler reinmachen. Oh. Oh, Alter. Gut. Wii U-Gamepad-Spieler rein. Wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Du hast ein Schwein gefunden, bring es zur Farm zurück. Alles klar. Okay, mehr kann ich jetzt gar nicht scannen. Na gut, dann holen wir erstmal das Schweini. Das Schweini, Schweini, Schweini. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Farmer brauche ich. Ah. Okay. Okay. Alles klar. Komme ich hin. Los geht's, Chase! Wie viel Cash bekommt man denn dafür? Wow, das ist... Das ist gar nicht mal so viel. 200 Stats, das ist ja ein Witz! Hallo, Schwein. Natürlich bringe ich so zurück. Wie denn auch sonst? Wie sollte man sonst machen, außer als auf dem Schwein zu reiten? Wäre ja bescheuert. So, kleine Schweini, Schweini, Schweini. Ich finde es schön, dass hier auch dieses GPS aktiv ist. Hilft ungemein. Rein mit dir! Sind nicht so einfach zu finden, wie? Betsy liebt es, Unfug zu treiben. Fucking Betsy. Ich muss zur Bank. Ja, ich muss zur Bank. Okay, geh zur Bank, Alter. Lass dich von mir nicht aufhalten. Lass dich von mir nicht aufhalten. Die Schweine vom Farmer Hayes sind abgehauen. Finde sie und bring sie zurück. Das mache ich, liebes Spiel. Ich bin gerade dabei. Kann der mit irgendwas Besonderem... Ich habe ein Huhn, das Eier verschießt. Als Angriffsmittel. Ja gut. Warum nicht? Was spricht dagegen? Auf jeden Fall mehr als das, als dafür spricht. Kann ich schon mal sagen. Ah, dich suche ich. Video Gamepad Spielereien. Mann, darauf habe ich mich auch schon wieder gefreut. Das ist was. Da höre ich was. Klingt nach einem Schwein. Zwar, ist das da hinten? Ha. Bin mir gerade unsicher. Ja, mal schauen. Das ist, ach, der Pfeil. Oh, schläft das Schwein gerade? Volles Schwein. Wieso muss ich es denn aufwecken? Kann ich es nicht einfach mit einem Ei beschießen? Oder mit irgendwas anderem? Na gut. Na gut, machen wir den Super Secret Geheimagent Chase. Soll mir noch recht sein. Da habe ich kein Problem mit. Alles klar. Ist gut. Ich verstehe schon. Ja. Wäre weniger das Schwein aufzuwecken. Vielleicht sei was im Boden verbuddelt, das mir hilft. Na klar. Na klar, wo sollte man sonst so ein Rad für das Ventil auch aufbewahren als versteckt in einer einer Klappe im Boden? Wo denn sonst? Das Schwein rennt jetzt nicht weg oder so. Das chillt jetzt einfach weiter, oder? Ab, es chillt und will von mir abgeholt werden. Diesen Wunsch werde ich dem Schwein wohl oder übel erfüllen, wohl eher. Wohl. Nicht übel. Das ist eine gute Sache.
Irgendwie hat es was Beruhigendes, auf dem Schwein zu reiten. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es verunsichert mich auch ein bisschen, dass es so ist. Ich glaube, es sollte nicht so sein. Aber hey, es ist so. Reitet ihr auch gerne auf Schweinen? Ich nämlich schon. Das weiß ich seit jetzt. Schweinereiten ist ja shit. Rein mit dir. Gut gemacht! Filbert stellt gerne mal was an, nicht? Verrücktes Schwein. Das Schwein ist total crazy. Oh, und wenn du nach diesem Frank suchst, er ist rauf auf die Burg. Sagte, er hätte da ein entferntes Grunzen gehört. Klingt nach der Mutter von Statsky. Oh, shit! Hey, ich führe nur das weiter, was die beiden angefangen haben. Macht mir keinen Vorwurf. Ich will auf jeden Fall das Pferd mitnehmen. Damit sollte ich vielleicht ein bisschen schneller unterwegs sein, im Idealfall. Weil ich habe das Gefühl, das Schloss ist schon ein Stück weit entfernt. Benutze den linken Stick, um deine Reitrichtung anzupassen. Ach was, welchen soll ich sonst verwenden? Den rechten Stick auf einmal? Ich glaube nicht. Das wäre dumm. Ich hoffe, ich kann zu der komischen Burg überhaupt schon hochreiten. Soll ich wirklich? Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen stinkig. Nicht viel, aber so ein ganz kleines bisschen. Drücke B, um zu springen. Yay. Ist man schnell, wenn man springt? Nee. Ich gehe gerade falsch. Warum sagt mir das keiner? Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass ich hier falsch bin? Stirb, Auto. Fucking Auto. Und du auch, du pinkes Auto. Ich kann sie leider nicht umbringen. Aber wenn ich könnte, dann würde ich die Autos umbringen. Ja. Ziemlich hohes Gewaltpotenzial entfaltet sich in mir gerade, während ich Lego City Undercover spiele. Es tut mir leid, ich kann es auch nicht verhindern. Also es tut mir nicht leid. Warum sollte es auch? Es ist nur menschlich. Ich wäre kein Mensch, wenn dem nicht so wäre. Und ich wäre auch kein Mensch, wenn es mich nicht stören würde, dass dieses Pferd so verdammt langsam ist und dass ich hier so weit umherreiten muss. Ernsthaft, wie komme ich auf die blöde Burg? Was ist das hier? Das ist doch dumm. Was ist im Weg? Quadfahrer. Hi. So, da ist ja der Weg nach oben. Wie lieblich. Wie lieblich, wie lieblich. Immer schön hüpfen, Ferdi, dann bist du ein bisschen schneller. Das sind Speedrun-Tricks, die ich hier auspacke. Nein, 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 ich kann da so nicht rüber. Wir nehmen die Brücke, Ferdi. Wir nehmen die Brücke. Hallo! Ich habe von irgendwo da oben ein Grunzen gehört. Also entweder ist eins der Schweine auf die Burg geklettert, oder der Bewohner hat eine selten komische Lache. Ja. Ich bleib dabei, es ist Statskys Mutter. Oh, shit. Ja. Das wird bestimmt wieder so eine Parkour-Mission, wenn ich die Mission hier geschafft habe. Das ist immer so. Hochkletterst und lande auf was Weichem, wenn du fällst. Okay, Frank, ich ziel dann auf deinen Kopf. Schon komisch, wie weich der ist. Mein Arzt sagt, ich soll immer einen Helm tragen. Matschkopf. Das macht mich ein bisschen glücklich. So, weiter hoch und ich glaube, wir haben den Schwarz dann soweit fast recht, geschafft, oder? Hier oben schläft ein Schwein. Wie kriege ich dich jetzt wieder runter? Finde einen Apfel und eine Banane, um das Schwein aufzuwecken. Klar, was auch sonst. Würde ja gar keinen Sinn machen. Etwas anderes als ein Apfel und eine Banane. Und da drin kann ich was gießen. Ich glaube, da bekomme ich entweder einen Apfel oder eine Banane. Oder beides. Das ist wie mit Äpfel und Birnen. Muss ich entscheiden. Kannst nicht beides haben. Ich glaube, es wird ein Apfelbaum. Ja, rot rund sind eher Äpfel. Gut, sieht auch nicht wirklich aus wie ein Apfel, aber okay. Also, in den Futtertrog, na gut. Und ich vermute, hier drüben werde ich dann an die Bananen kommen. Was ist? Eine Schweinekanone? Oh, das wird super. Das ist eine Schweinekanone, Leute. Das wird so super. Wir werden ja sowas von mit dem Schwein durch die Kanone abgefeuert. Was bestimmt keine Simpsons-Anspielung ist. Aber ist egal. Das ist gut. Das kann man noch essen. Aber wir wollen das Schwein natürlich nicht essen. Wir wollen mit ihm befreundet sein. Wir wollen es ganz doll lieb haben. Bla, 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 bla. Ich werde ja sowas von reinbeißen. Das glaubt ihr gar nicht.
Das wird super. So. Gärtner Chase, zeig mal, wie gut du klettern. Farmer Chase, nicht Gärtner, ist ja der Farmer. Zeig mal, wie gut du klettern kannst, Alter. Wow, das ist schon ein bisschen so ein Spider-Man-Level von Skills, das du hier zeigst. Aber ich will doch die Bananen. Will ich da? Ich glaube, ich will da nicht rüber, oder? Oh, ich glaube, das war ein Fehler. Ah, nee, das ist ein Teleporter. Okay, könnte richtig sein. Ich hoffe, es ist richtig. Lass es bitte richtig sein. So. Wundervoll. Und jetzt, lass eine Bananenpalme wachsen. Ja, sieht mit einer Palme aus. Auf der drei einzelne Bananen wachsen. Ja. Die Lego-Welt ist eine seltsame Welt. Und teleportieren! Ich hoffe, ich habe die Banane jetzt noch dabei. Ja, Banane in der Hand. Wundervoll. Ich bin ja wie Donkey Kong am Start, yo. Okay. Was kann ich eigentlich da machen? Entschuldigung, wirst du bitte... Ich glaube, das war die falsche Farbe. Okay, Schweini. Zeit für die Kanone. Das wird super. Rein damit. Das ist die falsche Farbe. Was? Egal. Okay, um die Schweinekanone abzufeuern. Das gehört natürlich nur Farmer. Nur die lernen in ihrer Farmerausbildung, wie man Kanonen mit Schweinen abfeuert. Das ist eine alte Tradition. Das war weniger spektakulär, als ich mir das erhofft hätte. Wie hast du das geschafft? Hab es aus einer Kanone gefeuert. Und als nächstes können Schweine fliegen. Moment mal! Halt die Fresse, Honey. Freigeschaltet Parcours! Oh Junge, darauf war ich nicht vorbereitet. Das kam unerwartet. Einfach so, wow, aus dem Nichts. Kapitel 10, zurück am Fall. Hey, JC, Interesse an einem Job? Klar doch, solange ich dabei keine Tiere reiten muss. Da muss ich dich enttäuschen, es ist Teil der Sache. Echt? Um was geht's denn? Ein Bekannter möchte, dass der riesige Roboter T-Rex aus dem Museum geklaut wird. Ein Tyrannosaurus. Rex. Wer, will das bitte? Ein Privatkäufer. Vertrau mir, du willst nicht wissen, wer es ist. Er wird langsam zu einer... Nun, wie auch immer. Sag einfach Bescheid, wenn du aus dem Museum raus bist. Alles klar, Vinny. Okay, Vinny, das werde ich machen. Dann, liebe Leute, würde ich sagen... Ellie, ich glaube, ich habe eine Spur im Fury-Fall. Im Bluebell-Nationalpark? Nein. Vinny hat mich wegen eines Jobs im Museum angerufen. Soll einen Roboter-T-Rex klauen. Okay. Hey, wenn mein Onkel fragt, wo du bist, regle ich die Sache schon. Danke. Und sag dem Chief besser noch nichts, okay? Sicher. Genau, Moment. Ich will noch die 10.000 von diesen Teilen haben. Wundervoll. Wie das Ganze weitergeht, sehen wir im nächsten Mal, liebe Leute. Bis dann. Ciao.